Hallo, liebe Freunde der Imkerei und der Bienen. Start in den Frühling ist unser Thema. Ich bin der Bienenfachberater des Landesverbandes Bayerischer Imker e.V., Klaus Becker, und damit berechtigt, Schulungen durchzuführen. Kommen wir zu Bild 2. Unterteilt habe ich diesen Vortrag in Wabendurchsicht, Völkerdurchsicht und Erweiterung. Hier im Bild seht ihr mich, wie ich Rähmchen desinfiziere oder reinige, bevor sie für den Winter aufgehoben werden. Was ist Wabendurchsicht? Im Winter werden die Waben hier bei mir in der Garage in großen Türmen eingelagert und hin und wieder ist eine Wabendurchsicht notwendig. Dunkle Waben wurden im Herbst eingeschmolzen, helle Waben zum Beispiel in Magazintürmen eingewintert und mit Schwefel vor den Motten gesichert. Wenn der Frühling startet und die Bienen anfangen zu fliegen, ist Zeit, die Waben in den Türmen zu kontrollieren, ob Wachsmotten trotz Behandlung aktiv sind. Ja, was heißt trotz Behandlung? Ich habe die Türme im September, Anfang Oktober draußen in den Hof gezogen und Turm für Turm wurden Schwefelstreifen oben eingehängt, so dass die ganzen Waben, die da drin gelagert sind, geschwefelt waren und hoffe es damit gut über den Winter zu kommen. Hin und wieder klappt das bestens, aber es gibt auch manchmal Schwierigkeiten dabei. Kommen wir zu Bild 4. Sie sehen hier bei uns in der Garage, wie die Türme hinten langsam aufgestellt werden oder besser gesagt, wie die Türme rausgetragen wurden, um draußen geschwefelt zu werden und danach wieder hier reinzukommen. Das wird im Herbst gemacht, bevor es zu kalt ist. Die Waben werden angeschaut und sortiert, zum Einschmelzen noch nicht ausgeschaut. Baute und ausgebaute Waben, also alles schön sortieren und schauen, was man damit weiterhin machen soll. Dunkle Waben kommen raus in die Sonnenwachsschmelze, helle Waben und noch nicht ausgebaute Waben werden in den entsprechenden Magazinen untergebracht und über den Winter aufgehoben. Magazine mit nicht ausgebauten Waben werden vorbereitet, um sie später unter starke Bienenvölker zu stellen. Also schon im Herbst denkt man an das Frühjahr, um das Magazin nehmen zu können und an einem Bienenvolk nicht aufzusetzen wie früher, sondern unterzusetzen, so dass die unteren Waben erneuert werden und die dunkleren Waben eine Stufe nach oben gehoben wurden. Denn in den dunklen Waben saß ja das Bienenvolk über dem Winter. Hier seht ihr, wie die selbstgebaute Bienenwachsschmelze genutzt wird. Die Wachsschmelze steht draußen in der Sonne, hat eine schöne Schräge, so dass das Wachs oben schmilzt und langsam in die Auffangschalen läuft. Und neben der Auffangschale habe ich noch etwas Wasser in die Schüssel gegeben, falls mal eine Schale überläuft, was hin und wieder passieren kann. Waben, die mit Wachsmotten befallen sind, was oft wie ein feines Spinnengewebe aussieht und wenn Larven der Wachsmotten oder wenn Larven der Wachsmotte wie auch geschlüpfte Wachsmotten sichtbar werden, kommen in den Sonnenwachsschmelzer.
Die Auffangschale war mit etwas Wasser gefüllt. Das Wachs schmilzt aus und der Trester, so nenne ich den Rest, der übrig bleibt, bleibt in den Rähmchen hängen. Der Trester ist manchmal auch sehr gut geeignet, um ihn unten vor dem Auslauf als Filter hinzulegen, so dass die Waben noch oder das Wachs noch mal gefiltert wird, bevor es unten in die Auffangschale läuft, falls man etwas dunklere Waben einmal hat. Ist das Wachs abgekühlt, wird es aus der Schale entnommen und mit Leitungswasser abgespült. Unten hat es manchmal vorm Abkühlen im Wasser eine recht interessante Form. Mit diesen Wachsteilen kann man richtig die Leute an den Märkten zu sich locken. Was ist denn das? Wie habt ihr denn diese schöne Gebilde da hergestellt? Da wird immer viel geredet und so mancher Kunde kommt dann nach der Diskussion dazu und sagt, dass er etwas Honig kaufen möchte. Die Oberseite ist meist glatt, nur wenn das Wachs noch schmutzig ist, wird es noch einmal eingeschmolzen. Dieses Wachs ist so sauber, dass es für die Fertigung von Mittelwänden genutzt werden kann. Egal, ob man die Mittelwände eintauscht oder die Mittelwände selbst fertigt, die Sauberkeit reicht hier eindeutig aus für die weitere Nutzung. Der Trester wird mit einer Spachtel aus dem Rähmchen gedrückt und mit der Spachtel mechanisch gereinigt. Manchmal nehme ich auch noch eine Drahtbürste dazu, um oben und unten das Holz des Rähmchens noch sauberer zu machen, aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Mit einer neuen Mittelwand kann das Rähmchen wieder genutzt werden. Also ihr seht, die Drähte sind alle drin geblieben. Manchmal spanne ich die Drähte nach, indem ich draußen einen dünnen Nagel nehme und einmal umdrehe oder eine Schlaufe reindrehe. Das geht recht einfach, um die Drähte nochmal auf Spannung zu bekommen. Vor der Nutzung als Wohnung für die Bienen werden alle Magazine zur Desinfektion ausgeflammt. Ihr seht hier einen Gasbehälter, ihr seht den Brenner und ich marschiere von Beute zu Beute. Ihr seht auch die graue oder dunkle Farbe, die sich nach dem Ausflammen einstellt. Das stellt sicher, dass alle Krankheitskeime da drin verbrannt sind oder getötet wurden und auch die amerikanische Faulbrut zum Beispiel keine Chancen hat, da drin zu überleben oder ein Volk zu stören. Aber zum Glück haben wir diese Sorgen nicht und ich hoffe, dass wir das auch auf längere Sicht nicht haben werden. So, dann werden die Magazine umgedreht, oben und unten vertauscht und mit heißer Flamme auch die Ecken nochmal ausgeflammt, dass wirklich nirgendwo was ist. Beim Umdrehen entdeckt man manchmal noch, dass irgendwo in einer Ecke sich eine Wachsmotte verkrochen hat und da ihr Puppenstadium hat. Auch das muss entsorgt werden und aufgeräumt werden. Teil 2, die Völkerdurchsicht. Man geht im Herbst dann genauso an die Bienenvölker ran und macht die Völkerdurchsicht. Ist alles in Ordnung? Können überall die Mäusegitter angebracht werden? Mäusegitter so, dass keine Maus mehr hier reinkommt. Andere passen auf, dass die Höhe des Schlitzes klein genug oder niedrig genug ist, dass nur Bienen durchkommen, aber das ist nicht immer sichergestellt, denn Feuchtigkeit verzieht das Ganze ein bisschen und deshalb mache ich eigentlich viel, viel lieber die Mäusegitter davor, die im Frühjahr nachher wieder abgenommen werden müssen.
Die Mäusegitter sind so anzubringen, dass die Bienen trotzdem ein- und ausgehen können. Also ein bisschen aufpassen, dass nicht der Steg genau in der Mitte liegt und man die Bienenvölker eingesperrt hat. Das Magazin mit dem Bienenvolk von dem Bodenteil heben und das Bodenteil wie auch die Auffangschale bei allen Völkern reinigen. Das ist dann im Frühjahr zu tun, um wieder neu starten zu können. Alles muss sauber sein, es dürfen keine Wachsmonden, es darf kein Dreck mehr in den Ecken liegen. Das Säubern ist sehr, sehr wichtig. Auch der Boden und die Beuten sind abzuflammen, so dass Krankheitskeime keine Schwierigkeiten machen. So, Teil 3. An die Stelle, an der das starke Bienenvolk stand, ein Magazin mit nicht ausgebauten Mittelwänden auf die Bodenplatte stellen. So wie ich es euch gesagt habe. Das Bienenvolk mit seinen alten Waben steht auf dem Magazin mit den nicht ausgebauten, Waben. So kommen die dunklen Waben von unten nach oben und können später leichter entnommen werden. Die Bienen bauen unten und später auch oben im Honigraum aus, wenn er über die Absperrgitter aufgesetzt wird. Also die Bienen brauchen zwar etwas Zeit, aber das ist auch eine Methode, um den Bienen genügend Platz zu geben, damit sie nicht schwärmen. Sage ich immer, 2 Bruträume, ein Honigraum. Damit ist eine Schwarmreduzierung eingeleitet und die Bienen können den Raum nutzen und unten die neuen Waben bilden und oben den Honigraum ausbauen und nutzen für die und den Honig eintragen. Noch ohne Bilder in einigen Tagen, wenn es die Nacht in den Nächten nicht mehr zu kalt ist, können die Honigräume über die Absperrgitter aufgesetzt werden. Auch kann ein recht schwaches Volk als drittes Magazin mit einem Absperrgitter getrennt über ein starkes Volk gestellt werden. Die Bienen schlüpfen durch das Absperrgitter und fliegen durch das eine Flugloch beider Völker ein und aus. Beide Königinnen legen Eier. Das starke Volk wärmt den Schwächling, der immer stärker wird. Es dauert einige Wochen. Nach einigen Wochen bekommt das starke Volk einen neuen Platz und nach 2 Wochen und danach sind zum Beispiel oder im einen neuen Platz zum Beispiel im Abstand von 2 Völkern, die dazwischen stehen. Also man muss es nicht ganz woanders hinbringen. Es reicht schon der kleine Abstand von größenordnungsmäßig 2 oder 3 Völkern. Der gestärkte Schwächling, der erst oben aufsaß, wird über ein Magazin mit nicht ausgebauten Waben erweitert und bleibt an seinem Platz und erhält bald einen Honigraum. Die alten Sammelbienen des starken Volkes fliegen zurück zu dem alten Standort und stärken den geschwächten Schwächling. Das starke Volk wird dadurch geschwächt, was eine Art Schwarmverhinderung ist. Beide Völker erhalten im zweiten Magazin eine Drohnenwabe, zum Beispiel an der zweiten Seitenstelle von links. So haben beide Königinnen Platz zum Eierlegen in den 2 Bruträumen und die Bienen bringen den Nektar heim und lagern ihn auch im Honigraum ein. Bienen, seid fleißig und helft, dass es weitergeht. So, wenn man dann
all diese Sachen beachtet hat und wie in einem anderen Vortrag beschrieben wurde, der Honig geerntet wurde, geht es darum, den Honig zu vermarkten. Bei all der Vorbereitung für den Frühling soll man parallel dazu Honig in Gläsern abfüllen und vermarkten. Er muss irgendwo schön hingestellt werden, es muss sauber aussehen, es muss Spaß machen. Hier steht er noch im Keller, um dann nachher nach oben gebracht zu werden in dem Verkaufsstand, den wir haben. Zusammenfassung: Wir sprachen über die Wabendurchsicht im Herbst und im Winter. Wir sprachen über die Völkerdurchsicht und wie man den Schwarm verhindern kann. Und wir berichteten, oder ich berichtete, wie die Schwarmverhinderung durch Aufsetzen eines kleinen Ablegers und Teilen der Völker in zwei Völker durchgeführt werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Freude und Glück bei den Bienen. Ihr Klaus Becker. Dankeschön.